Ich würde gerne anfangen, aber die Planstelle hat gesagt, wir warten. Auch das ist eine gute Frage, ja. Die Auskunft gebe ich, wenn es losgeht. Du kannst die Tür einfach offen lassen. Ne? Ja. Die Leute können ja reinkommen. Achso. Meine Damen und Herren, liebe Freunde des Personalmanagements, also jetzt brauche ich keine lange Vorrede hier irgendwie zu machen. Also ich dürfte fast keinen geben, der Martin Geeth nicht kennt. Und deswegen sage ich einfach, let's rumble. Danke. Der Zug ist eingetroffen, wir können losfahren. Alles geht anders, davon möchte ich euch gerne überzeugen und euch mitnehmen auf die Reise mit dem roten Faden, wenn das Ding hier will. Jetzt. Nein, jetzt. Nein, jetzt. Auch nicht. Technik. Wir hatten schon im Vorfeld gesagt, das ist sozusagen Worst Case, wenn er eingreifen muss. So, feiner unten. Deswegen roter Faden. Ja? Immer dran denken, nach unten klicken und den roten Faden aufhängen. Der rote Faden ist diesmal gar nicht so sehr für Personalgewinnung und Recruiting, sondern für Innovation. Ich möchte euch mitnehmen auf die Reise der Innovation. Denn eigentlich von Hause aus habe ich mit Personal gar nichts zu tun gehabt, sondern bin Innovationsmanager. Und als Innovationsmanager trifft man früher oder später zwangsläufig auf Personalgewinnung. Weil entweder ich brauche gute Leute für meine Projekte oder Personalgewinnung kann man viel innovieren und auf diese Reise möchte ich euch mitnehmen und euch schon mal verraten, ich kann euch leider nicht sagen, wie es wird. Ja, wir haben es heute Vormittag schon gehört, alle, die sagen, sie kennen die Zukunft, lügen. Man kann nur Prognosen erstellen, man kann Projekte starten, aber wer ernsthaft sich mit Neuem beschäftigt, beschäftigt sich immer
mit dem Unbekannten. Denn per Definition ist das Neue heute unbekannt. Wenn es schon bekannt wäre, wäre es nicht neu. Klingt banal, ist es aber nicht. Und ja, die Übertragung von Rock Your Idea ist natürlich dann Rock Your Recruiting. Also es geht schon um Innovation, auch in der Personalgewinnung, ganz klar. Und meine These ist, wenn wir 7 Milliarden Menschen auf der Erde haben, brauchen wir auch 7 Milliarden Wege. Das heißt, man kann gar nicht aufhören zu innovieren, weil bis wir alle 7 Milliarden erreicht haben, sind die nächsten 7 Milliarden da. Stellt euch vor, der Postbote klingelt und er bringt euch ein Päckchen. Es riecht gut, es sieht gut aus. Ihr wollt es aufreißen, aber was euch überrascht, ihr kennt den Absender nicht. Wer schickt euch ein Päckchen? Aber es riecht ja so gut. Also ihr reißt es auf und darin steckt ein Smartphone. Aber nicht so ein olles S5. Nein, das neueste, tollste, beste, schickste. Wer schickt euch ein Smartphone? Unter dem Smartphone klebt ein Post-it. Rufen Sie uns an, wir sind Ihr neuer Arbeitgeber. Das hat eine Firma 2014 gemacht. 20 Päckchen verschickt, 5 neue Mitarbeiter eingestellt. Und das Verbindende ist, ein Witz ist dann lustig, wenn die Pointe überrascht. Und genau dasselbe muss meiner Meinung nach Personalgewinnung leisten. Was nicht überrascht, bekommt zu Recht keine Aufmerksamkeit. Und am Ende ist unser Business am Anfang der Personalgewinnung immer Aufmerksamkeit. Immer. Denn was keine Aufmerksamkeit bekommt, kann auch überhaupt von niemandem gesehen, bewertet oder genutzt werden. Also am Anfang steht immer die Aufmerksamkeit. Und das hat die Firma perfekt gemacht. Die hat 20 Päckchen verschickt und bei allen 20 Kandidaten, egal ob die zugesagt haben oder abgesagt haben, bei allen 20 hatten sie 100% Aufmerksamkeit. Besser geht es nicht. Und das ist die perfekte Umdrehung des Bewerbungsverfahrens. Ich warte nicht, dass jemand kommt, sondern ich gehe auf die 20 zu, die ich will. Mehr brauche ich doch nicht. Active Sourcing, was heißt denn das? Das heißt 20 Päckchen verschicken. Und ja, bitte verschickt nicht an alle Smartphones. Es nutzt sich irgendwann ab. Die Kernfrage, die dahinter steckt, ist, wen beobachtet ihr? Wen habt ihr überhaupt auf eurem Bildschirm? Es gibt eine Firma in Süddeutschland, die liest Patente. Aber nicht die Patentabteilung, sondern die Talent Relationship Abteilung. Wisst ihr auch wieso? Weil wer ein Patent angemeldet hat, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Talent. So, und Talente reagieren extremst sensibel auf, wir haben doch mal einen Job. Nein, die werden ganz sachte zum Sommerfest eingeladen. Und nach dem 2. oder 3. Sommerfest sind 50% die neuen Mitarbeiter. Geil, oder? Oder was wäre, am Sonntag war wieder Preisverleihung Jugend forscht. Wer von euch hat in seiner Liste, wenn er Ingenieure sucht, alle Preisträger von Jugend forscht der letzten 20, 30 oder 40 Jahre? Damit hättet ihr euren Talentpool schon voll. Ihr müsst denen nur folgen, ihr müsst nur wissen, was die heute machen. Ja, wenn sie den Preis gewinnen an dem Tag der Preisverleihung, kriegen die Angebote ohne Ende. Aber spätestens am 3., 4. und 5. Tag oder am 2., 5. oder 10. Jahr nach der Preisverleihung interessiert sich kein Schwein mehr für die, da werdet ihr die Einzigen. Aber ihr müsst sie auf dem Schirm haben. Und kein Fußballscout würde doch ernsthaft glauben, ich sitze da mal am Schreibtisch und Messi kommt vorbei. Ist doch absurd, oder? Aber so verhalten wir uns doch in der Personalgewinnung. Wir sitzen am Schreibtisch und erwarten die Talente bei unserem Schreibtisch. Nein, die gehen natürlich raus, da wo gespielt wird. Wo geht ihr hin? Und das meine ich mit Ideenfitness. Keiner würde einmal joggen und sich zum Marathon anmelden. Niemand würde Klavier spielen und die Elbphilharmonie mieten und nach einem Mal Klavier spielen 300 € Eintritt verlangen. Aber alle meinen, montags von 8 bis 8.30 Uhr sind wir mal kreativ. Völlig untrainiert und völlig unaufgewärmt. Gute Idee. Ich hatte schon gesagt, bitte verschickt nicht an alle Smartphones. Wie gewinne ich einen guten Buchhalter? Bestimmt nicht mit einem Smartphone, denn schon aus Compliance-Gründen müsst ihr das ablehnen. Also hat eine Firma, das hat eine Firma in Rheinland-Pfalz gemacht, die hat bei allen Überweisungen, die sie sowieso tätigen mussten, 3 Cent zu viel überwiesen und der erste Buchhalter, der daraufhin angerufen hat, hat ein Jobangebot bekommen. Was muss ich über einen guten Buchhalter wissen? Er ist gründlich und er ist ehrlich. Muss ich wissen, dass er gut recherchieren kann? Muss ich wissen, dass er gut schreiben kann? Muss ich wissen, dass er gut reden kann? Nein, ich muss wissen, dass er gründlich und ehrlich ist. Und das finde ich raus, wenn jemand wegen 3 Cent anruft.
Fertig. Also die Kernfrage, die da wiederum dahinter steckt, ist, wisst ihr eigentlich, wer sich nicht bei euch bewirbt? Und ich garantiere euch, das gebe ich euch schriftlich, die Mehrheit von interessanten Kandidaten für euch, für euer Unternehmen, hat sich noch nicht bei euch beworben. Also ran an die Arbeit. Und das bedeutet, ja, wenn sich die Welt dreht, was wir heute schon mehrfach gehört haben, sollten wir uns vielleicht ein bisschen mitdrehen. Man kann alles umdrehen. Alles. Und umdrehen ist eins von 18 Grundprinzipien der Innovation. Das sind die 18 Grundprinzipien der Innovation. Ich habe 20 Jahre lang Innovation studiert, habe jetzt mein Diplom. Und das sind die 18 Grundprinzipien, die ich in den 20 Jahren kennengelernt habe. Jedes Jahr ein Prinzip plus 2 Jahre Urlaub. Umdrehen ist eins davon. Man kann aber, und jetzt, wie nutze ich dieses Wissen, wie nutze ich das jetzt strategisch? Ich nehme etwas, zum Beispiel den klassischen Zirkus, ich streiche alle Tiere, habe ich schon mal massig Platz. Dann streiche ich alle Holzbänke und steigere die Atmosphäre zum Theater. Und dann steigere ich die Anzahl und Qualität der Artisten. Jetzt haben wir in 3 Sekunden etwas komplett Neues geschaffen, nämlich den Cirque du Soleil. Und das ist Ideenfitness. Ideenfitness heißt, ich nehme egal was, egal ob die Flasche oder die Kamera oder den Lautsprecher oder das Auto, ich drehe es um, ich steigere es, ich streiche, ich steigere, ich streiche, ich steigere, ich streiche, ja? Steigern, streichen, steigern, streichen, steigern, streichen, ja? Bis es den Bewerbern schmeckt. Oder ich kann es noch einfacher machen, streichen, 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 bis die Idee den Bewerbern schmeckt. Und das hat die Caritas im letzten Jahr gemacht. Ich kann dazu nur den Artikel von Henna Knabenreich empfehlen. Ja, ich habe extra den Link eingebaut. Wer die Präsentation haben will, kann mich ansprechen. Ich schicke sie gerne. Caritas hat gesagt, bei Anruf Ausbildung. Den ganzen restlichen Cut streichen wir. Bei Anruf Ausbildung. Ja, streichen. Eins der kreativsten Elemente, weil erst wenn ich streiche, schaffe ich Platz für Neues. Oder noch geiler. Also sorry Henna, aber die Geschichte musst du auch nochmal besprechen. Estland hat durch die digitalisierte Verwaltung sparen die pro Jahr 800 Jahre Arbeitszeit. Ich habe das mal für Deutschland hochgerechnet. Das wären in Deutschland 50.000 Jahre Arbeitszeit, die wir einsparen würden, hätten wir eine vergleichbare digitalisierte Verwaltung wie Estland. Und jetzt frage ich die entscheidende Frage und ich verspreche, das Wort heute nur einmal zu benutzen. Ich hoffe, dass ich mein Versprechen halten kann. Haben wir wirklich einen Fachkräftemangel in der Verwaltung oder haben wir nicht eher einen Digitalisierungsmangel? Ja? Und ganz nebenbei, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Schlagzeilen? Ja? Es gibt keinen. Denn in beiden Fällen heißt die Antwort, macht mehr Marketing und Vertrieb oder ändert endlich mal euer Angebot. Aber wie gesagt, das eigentlich Interessante ist doch, neue Fragen zu stellen. Und eine neue Frage wäre, wer sagt eigentlich, dass Azubis jung sein müssen? Es gibt für alles Gesetze, nur dafür nicht. Und die Ingen Dieber hat es also aufgegriffen, hat es mal in Frage gestellt und zwar schon vor 12 Jahren, 2006, haben die angefangen, Azubis über 50 auszubilden. Denn was wissen wir über den Markt? Entschuldigung. 15-Jährige werden weniger, 50-Jährige werden mehr. Yes! Und sie kriegen Preise ohne Ende, weil sie die Einzigen sind, die das machen. Aber Ausgangspunkt war die Frage, wer sagt eigentlich, dass Azubis jung sein müssen? Also bitte, werdet besser Frager statt besser Wisser. Wir wissen über die Zukunft nichts. Wir wissen nur, dass sie anders wird als heute. Da würde ich mich festlegen. Und ganz nebenbei, wir haben auch keine Akademisierung in Deutschland. 15% aller Deutschen haben einen akademischen Abschluss. 25% aller, die derzeit im Berufsleben stehen, haben einen akademischen Abschluss. Bitte hört mir auf mit Akademisierung. Ja, es fangen mehr ein Studium an, aber es brechen auch mehr ab. 36% aller Schulabgänger machen einen akademischen Abschluss in Deutschland. Das ist nicht Akademisierung, sorry. Also, was müssen die Unternehmen tun? 100.000 Abbrecher pro Jahr. Und das Geile ist, die sind schon 22 oder 25 und die wissen schon, was sie wollen und was sie nicht wollen. Nämlich, die wollen nicht mehr studieren. Die wollen eine Ausbildung. Ja? So. Also nur auch hier ein Versprechen, die einzige Statistik.
bis 2012 jedes Jahr 64% aller Schulabgänger, die eine duale Ausbildung gemacht haben, also eine Ausbildung, eine klassische Ausbildung gemacht haben. Ja, dann ist die Zahl dramatisch eingebrochen 2016 auf 61%. Und schon im letzten Jahr 2017 ist sie wieder gestiegen auf 62%. Wo bitte ist das Problem? Ich sehe es nicht. Und ich kann nur einen Rat geben, bevor ihr den ganzen Schlagzeilen in den Zeitungen glaubt, lest einmal die Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Danke. Und auch das Handwerk verkündet, 2017 wieder mehr Auszubildende. Und ganz nebenbei, wir haben 44 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, ein absoluter Rekord, plus 4 Millionen Deutsche, die im Ausland arbeiten. Und damit sind wir Vize-Europameister. Vize-Europameister im Versenden von hochqualifizierten Fachkräften. Ich habe ja versprochen, ich sage das Wort nicht, ich sage es abgekürzt. Haben wir einen Mangel oder haben wir einen Attraktormangel? Weil was sagen die? Die sagen nicht, ich gehe weg wegen der Sonne, sondern die sagen, ich gehe weg, befristete Jobs, schlechte Bezahlung bzw. bessere Bezahlung im Ausland. Ne? Die Bundesregierung will ja irgendwie 36.000 oder 130.000 Pflegekräfte anziehen. Problem ist nur, keiner will nach Deutschland. Die gehen alle weg, zu Recht. Also bitte, wenn ihr Zahlen lest, wenn ihr Statistiken lest, wenn ihr Headlines lest, immer hinterfragen. An jeder roten Ampel 44 Fragen. Immer wenn ihr im Stau steht, 44 Fragen. Wenn ihr so weitermacht, immer wenn ihr irgendwo wartet, 44 Fragen stellt, stellt ihr in 7 Jahren 1 Million Fragen. Und ich garantiere euch, dann seid ihr ideenfit. Was wäre eigentlich, wenn wir die Krankenhäuser in Zukunft schließen können und Organe bei euch zu Hause aus dem 3D-Drucker kommen? Man kann heute schon Herzen aus dem 3D-Drucker drucken. Lebendige Haut aus dem 3D-Drucker. Was wäre eigentlich, wenn das mobile Ärzteteam zu euch nach Hause kommt? Ja, vielleicht sind es noch 4, 5, 10 Jahre, okay. Aber wir brauchen vielleicht irgendwann diese verkeimten Kästen nicht mehr. So, und jetzt kommen wir zum verkeimten Video. Achtung. Hallo Papa, ich bin's. Hallo Opa. Ich wollte nur kurz anrufen und dir Bescheid geben. Wir werden es Weihnachten dieses Jahr wieder nicht schaffen. Wir versuchen es nächstes Jahr und dann klappt es ganz bestimmt. Fröhliche Weihnachten, Papa. Bis bald. Fröhliche Weihnachten. There goes a day, there goes a week, so many goals I had to reach. The more I did, the less I cared, the more I missed the love you've shared. If life is a song, somehow it's sad, I don't know the words without you there. You've been on my mind all the time, and I'm missing you. Home used to be just some walls that I know, but the truth is that home means nothing without you. Wie hätte ich euch denn sonst alle zusammenbringen sollen? Dieses Video wurde am 1. Advent 2015 veröffentlicht und hat innerhalb von 10 Tagen 40 Millionen Klicks bekommen. Inzwischen über 60 Millionen. Was hat das mit Recruiting zu tun? Sehr, 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 sehr viel. Denn egal was ihr macht, erstens, es klaut euch 60 Millionen Mal die Aufmerksamkeit. Zweitens, es prägt extremst die Sehgewohnheiten. Denn eure Recruiting-Videos werden nach dem Video an dem gemessen. An dieser Stelle sei mir ein kleiner Werbeblock genehm. Ich genehmige ihn mir sozusagen selbst.
wer richtig gute Recruiting-Videos will und mit einer Leipziger Firma zusammenarbeiten will, der spreche bitte mit Florian. Habe ich gestern Abend schon. Ja? Das Entscheidende ist, bitteschön, das Entscheidende ist, das ist das, was State of the Art ist. Das sind die Vorreiter. Edeka war damit weltweit in den Medien für die neue deutsche Werbung, für den neuen deutschen Mut in der Werbung. Ja? Und man kann nicht mehr dahinter zurück. Und du hast ja selber auch gesagt, die Firmen, die jetzt Recruiting-Videos wollen, die kommen zu euch und sagen, wir möchten gerne so ein Video wie Edeka. Das ist jetzt State of the Art. Ja, entweder seid ihr besser oder anders, aber nicht schlechter. Und auch das war natürlich vor 4 Jahren, ich spreche es nicht aus, habe ich ja versprochen, eine Provokation, also so wie Edekas Video ja auch eine Provokation war. Ja, ich war vor 4 Jahren der Erste, der öffentlichkeitswirksam diese These aufgestellt hat und mit 200 Seiten untermauert. Ja, Provokation ist selbstverständlich ein Mittel der Innovation. Wenn ihr nämlich provoziert, stellt ihr automatisch etwas anderes in Frage. Und deswegen ist Provozieren selbstverständlich eins von 18 Grundprinzipien der Innovation. Hier hat eine Firma einen Kran aufgestellt und einen Porsche rangehängt. Kran ist nicht neu, Porsche ist nicht neu. Entscheidend ist, zusammen war es neu. Und diese Firma Jock war damit bundesweit in allen Medien. Und zwar 2-mal. Einmal, als sie den Kran aufgestellt haben, ja, neu kombiniert. Porsche am Kran war neu, haben bundesweit alle Medien mit Bildern berichtet und dann nochmal, als er abgestürzt ist, weil das Spiel hieß Cash or Crash. Entscheidend war, diese Firma kannte danach jeder in der entsprechenden Branche. Ja? Wenn ihr das jetzt kopieren würdet, würde es nicht nochmal funktionieren. Ihr braucht schon noch eine neue Idee. Aber ich will damit nur sagen, Porsche und Kran ist jetzt eigentlich jedes für sich nicht so außergewöhnlich, aber in der Kombination eben doch. Ja, steigern und kombinieren. Oder was könnte man noch steigern und kombinieren? Wir haben in Deutschland 1 Million Handwerksbetriebe, die haben fast alle ein Schaufenster. Wir haben 350.000 Einzelhändler, die haben fast alle ein Schaufenster. Was könnte man damit so anstellen? Fast alle hängen da ein mini kleines Schild rein. Suche Fachkräfte. Oh, wie süß. Ganz ehrlich, ich bin zu alt, um das lesen zu können. Was wäre, wenn man es einfach mal konsequent vergrößert und das nutzt, was da ist? Das könnte jeder Bäcker könnte das machen. Ja? Ich würde anfangen, für die Fachkräfte zu suchen, weil ich will ein Jahr Brot und Brötchen umsonst, natürlich. Den Bäcker kostet es nichts, das schmeißt er abends eh weg. Leider. Aber ist doch so. Der Friseur, ja? Dann schiebt er halt mal ein paar extra Termine ein. Das könnte jeder Handwerker, bräuchte keine Stellenanzeigen, sondern könnte einfach das nutzen, was er eh hat. Jeder Handwerker und jeder Einzelhändler. Und dann werden nämlich die Passanten zum Fan. Ja, die Passanten und die Kunden vergrößern, das nutzen, was man eh hat und Nutzen erhöhen. Weil alle Menschen fragen am Ende, war Brini da? Was bringt mir das? Ein kleiner Zettel? Nix. Eine Stellenanzeige wenig. Aber wenn alle meine Kunden und alle Passanten meine Fans werden, ja, weil sie davon einen Nutzen haben, dann bringt mir das sehr viel. Also, auch wieder banal, aber eben wahnsinnig schwierig. Wer von euch weiß, wo Meßdorf liegt? Wer kennt Meßdorf? Statistisch liegt ihr voll im Mittel. Das weiß nämlich nie irgendjemand. Außer einer neulich, der sagte, da bin ich doch geboren. Meßdorf liegt in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Und dort sitzt Herr Metzger und Herr Metzger ist Lohnunternehmer der Landwirtschaft, wie ihr alle wisst, einer der attraktivsten Berufe weltweit. Und der schafft es, dass er Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Bremen und Essen bekommt. Wenn der das in Meßdorf schafft, dann schafft ihr das da wohl in Leipzig erst recht. Aus Bremen und Essen ziehen die nach Meßdorf. Einerseits, weil er digital auffindbar ist und zweitens, wenn man da einmal hingekommen ist, will man da nicht mehr weg. Weil er magnetisch anzieht, weil er so eine tolle Unternehmenskultur hat, da will man nicht mehr weg. Beides muss zusammenkommen. Ja? Oder ein 18-jähriger Schüler ohne jegliche Vorbildung
hatte die Schnauze voll von schlechten Nachrichten und hat einfach mal auf Facebook Good News Deutsch gestartet. Und er hat heute 16.000 Fans, die jeden Tag ein bis zwei gute Nachrichten von ihm bekommen, hat dann noch die Seite Nur positive Nachrichten gestartet, hat inzwischen 80.000 Fans und allein ein Video kriegt alleine bis zu 800.000 Views. Schlechte Nachricht für euch, das geht wieder, wird wieder abgezogen von eurem Aufmerksamkeitsbudget. Gute Nachricht ist, wer relevante Infos verbreitet, kriegt Aufmerksamkeit. Es muss aber relevant sein. Oder was macht die Deutsche Bahn? Die Deutsche Bahn zeigt einen Livestream von Baustellen. Geil, oder? 5 Erdschichten weg, 10 Kiesschichten drauf. Wollte ich schon immer mal sehen. Ich habe sofort abgeschaltet. Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe. Die 3, die sich deswegen bewerben, sind genau die richtigen. Andere wollen die auch gar nicht. Die wollen die, die sich das 10 Stunden angucken. Für die ist es nämlich relevant. Ja, und das ist dann das Image, das ihr prägen könnt mit Bildern. So, und ihr könnt wahrscheinlich nicht lesen, was da steht, weil genau das ist der Punkt. Ja, wer sieht euch? Wer sieht überhaupt Unternehmen? Meine These ist, 99,9% von 3,6 Millionen Unternehmen in Deutschland sind unsichtbar, weil wir sie nicht kennen. Ich mache jetzt nicht den Test, schon gar nicht in der ersten Reihe, sonst ist sie nachher leer. Zählt doch mal 50 Unternehmen auf, die keinen Markennamen haben. Schafft ihr nicht. Bei 3,6 Millionen Unternehmen, wie will man dann ein Unternehmen finden, was man nicht kennt? Also unsichtbar. Ja, wie beim Dating. Bosch kriegt 250.000 Bewerbungen, sagt 248.000 Mal ab. Ist für Bosch auch nicht sinnvoll, aber ist so. Die Großen kriegen immer mehr, die Kleinen kriegen immer weniger. Wie bei Tinder. Und am Ende müsst ihr euch immer wieder vor Augen halten, es gibt 23 Millionen Optionen. Wenn ich einen Job suche, habe ich in Europa 23 Millionen Unternehmen zur Auswahl. Was könnt ihr mir bieten? War Brimi da, wenn ich für euch arbeite? 23 Millionen Optionen. Und selten eine sinnvolle Antwort. Stellt euch vor, ihr seid in Afrika Farmer und ihr habt ein großes Problem. Die sind zwar sehr süß, wenn sie von Schleich sind, aber doch sehr gefräßig, wenn sie in echt rumlaufen. Und die rennen immer in die Felder und essen das, was der nächste Film dann bitte mit Elefanten. So, die rennen da rum und fressen das, was die Menschen zum Leben brauchen. Das ist existenzbedrohend. Bis irgendjemand wirklich völlig gefrustet ausruft, vor welchem Tier rennen Elefanten weg. Ja, sollte man meinen, ist aber die Biene. Aber nur weil ich die Frage stelle, komme ich überhaupt auf diese absurde Antwort. Weil die Frage führt dazu, dass Leute anfangen, es zu beobachten. Neulich habe ich es doch gesehen, da hast du so eine komplette Herde in 42 Sekunden weggerannt. Was war denn das? Es war keine Maus. Nein, es war die Biene. Und jetzt bauen die rund um die Felder Bienenstöcke. Das ist der beste Schutz gegen Elefanten. Besser als jeder Zaun. Ja? Oder das hier ist eine Hochbahn in Berlin. Und die Planung ist halt über Kilometer weit, darunter einen Radweg zu bauen. Der Radweg würde Parkplätze ersetzen. Also ersetzen eins der kreativen Elemente, nimm etwas und ersetze es durch etwas anderes. Oder dieses Material ist 10-mal stärker als Stahl. Das kann komplett Salzgitter AG auflösen. Die liefern zu 60% Stahl an VW. Nicht nur, dass VW sich auflöst, aber auch die Salzgitter AG können sich auflösen, wenn alle das nutzen. So, und jetzt habt ihr alle 2 Blatt Papier bekommen. Bitte nehmt ein Blatt Papier, wir starten einen Wettbewerb. Wer keins bekommen hat, es gibt hier diese Haze-Blöcke, hat jeder ein Blatt Papier, wir wollen die gleichen Startvoraussetzungen, jeder braucht ein Blatt Papier. Bitte baut einen Papierflieger, 45 Sekunden Zeit, der Papierflieger soll möglichst weit fliegen, die Zeit läuft. Ein Papierflieger jetzt bauen. Noch 40 Sekunden. Bitte baut einen Papierflieger. Noch 30 Sekunden, bitte baut einen Papierflieger, der möglichst weit fliegt. Ja, der weit fliegt. Noch 20 Sekunden. Wer fertig ist, kann schon mal aufstehen, aber bitte noch nicht werfen, erst alle gemeinsam werfen. Noch 15 Sekunden, 14, 13, 12, 11, 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Start! Okay, und jetzt? Also, es gibt vier Gewinner. Einmal so, einmal so und zweimal so. Bitte baut alle so einen Papierflieger jetzt. Eins, zwei, drei, Start! Ja? Also, ich glaube, es ist offensichtlich, dass diese Papierflieger effektiver sind, weil sie eher das Ziel erreicht haben, wenn ihr alleine euren eigenen Papierflieger vergleicht. Und sie sind zudem aber auch noch effizienter, weil für den habt ihr 45 Sekunden gebraucht, für den nur eine Sekunde. Ja? Alles geht effektiver und effizienter, wenn ihr eure Denkmuster verlasst, wenn ihr die Definition aufbrecht. Und jedes Wort ist natürlich per Definition eine Definition. Nur wir beschränken uns damit auch. Ja, wir schaffen es damit, miteinander zu kommunizieren. Ich kann Papierflieger sagen und ihr baut alle braven Papierflieger. Das ist wunderbar, aber genau diese Definitionen hindern uns daran, Dinge neu zu tun und anders zu tun. Und deswegen, wenn ihr eine Innovation wollt, bitte hört auf, das zu tun, was ihr schon immer getan habt, weil es gibt immer Milliarden von Optionen. 15.000 Tote, 500.000 Schwerverletzte pro Jahr durch Landminen. Redet niemand mehr drüber, interessiert niemanden mehr. Und die Experten bauen halt, bauen immerhin schon Drohnen, also es ist ein Land- oder ein Metalldetektor mit Drohne, ein Fortschritt, aber es reicht halt nicht für alle. Ja, Pech, oder? Die Experten sagen, wir haben nicht mehr Geld, mehr Experten haben wir auch nicht, mehr geht halt nicht. Ja. Bis ein junger 25-jähriger Designer gesagt hat, liebe Leute, ihr habt recht, aber nur in euren alten Denkmustern. Lass uns doch mal neue Zutaten nehmen. Lass uns doch mal einen neuen Cocktail mixen. Und der hat Bambusstäbe genommen und Plastikfüße. Und jetzt dürft ihr alle einmal aufstehen. Wir sprechen den Schwur der Spinner, bevor ich die Auflösung verrate. Ich spreche vor, ihr sprecht nach. Ich schwöre! Ich schwöre! Dass ich grenzenlos spinne! Dass ich grenzenlos spinne! Dass ich alles für möglich halte! Und sollte ich destruktive Kritik äußern, so soll mir eine rote Knollennase wachsen. Jetzt sehen wir, was der junge Designer aus Bambusstäben und Plastikfüßen gemacht hat. Wenn jetzt ein solcher Plastikfuß auf eine Landmine trifft, wird der Plastikfuß zerstört und kein Mensch. Es rettet eine halbe Million Menschenleben pro Jahr. Einfach nur, weil jemand gesagt hat, hört mir auf mit euren Expertisen über Metalldetektoren, wir bauen es einfach aus neuen Zutaten viel billiger und viel besser. Alles geht anders und das rettet eine halbe Million Menschenleben. Auch Aldi war immer wieder Vorreiter, aber auch als Vorreiter ist man ja immer wieder in der Situation, dass die Experten sagen, geht nicht. Als Aldi im Jahr 2000 als letzter Discounter Scanner einführen wollten, hatten die ein Problem. Ihre Kassiererinnen waren schneller. Was haben die Experten gesagt? Liebe Aldi, liebes Aldi, wir forschen seit 30 Jahren, schneller geht nicht. Und wenn jemand zu euch geht nicht sagt, was seid ihr dann? An der Schwelle zur Innovation. Weil wenn es schon geht, dann ist es keine Innovation, dann geht es doch schon. Also Aldi war jetzt genau an dem Punkt, jetzt können wir entweder das machen, was alle machen, oder wir entwickeln etwas Außergewöhnliches. Und was hat Aldi gemacht? Natürlich haben sie etwas Außergewöhnliches entwickelt. Ist doch klar, ist doch Aldi. Also was haben die gemacht? Die sind rumgelaufen. Und haben mal den gesamten Prozess des Kassierens betrachtet. Kann man das Laufband größer, kleiner machen? Kann man die Kasse größer, kleiner machen? Kann man das Geld größer, kleiner machen? Kann man den Barcode lila färben? Hat irgendjemand von euch schon mal probiert, ob ein lila Barcode schneller geht? War auch nicht die Lösung. Wäre aber interessant gewesen.
Die Lösung war noch banaler. Aldi hat nach 30 Milliarden Jahren Menschheitsgeschichte festgestellt, dass eine Verpackung 6 Seiten hat. Und sie haben einfach den Barcode auf 4 Seiten gedruckt. Bei Milliarden von Produkten macht es einen Riesenunterschied, ob der Barcode auf einer Seite oder auf 4 Seiten ist. Und das war die Lösung. Nicht technologisch, einfach nur das Design. Alles geht anders. Es ist nie die Frage, ob es geht oder ob es nicht geht. Es ist immer nur die Frage, ob du es machst. Und der Hintergrund der Innovation ist natürlich, und hier klaue ich ein wunderschönes Zitat von Alex Osterwalder, Businessmodelle, gesellschaftliche Modelle, alle Modelle, Vereine, Genossenschaften, Unternehmen, Personalgewinnung, alles hat ein Ablaufdatum, genauso wie der Joghurt. Und deswegen müssen wir uns zwangsläufig weiterentwickeln, wenn wir irgendwie noch dranbleiben wollen. Das sind vertikale Gärten in China, Japan, Mailand, und zwar richtig mit tief wurzelnden Bäumen im 20., 40. und 60. Stockwerk. Und das bauen die zur Luftreinigung. Also ein neuer Cocktail, neu kombiniert. Ja, das ist eine komplett neue Architektur. Oder hier eine Baustelle in Los Angeles im Zeit- und Kostenplan. Yes! Da fliegen Drohnen, die übermitteln im Sekundentakt den Baufortschritt an die Projektleitung. Zack, Problem gelöst. Oder hier, Hadrian ist ein Roboter und der baut euch ein Einfamilienhaus in 48 Stunden. Dafür brauchen Menschen 6 Wochen. Ja, ohne Keller, okay. Für irgendwas brauchen wir die Maurer in Zukunft halt doch noch. Hadrian baut es in 48 Stunden. Das ist eine Brücke aus dem 3D-Drucker in Amsterdam, da könnt ihr drüber laufen. Das ist ein Bürogebäude aus dem 3D-Drucker, ein Wohnhaus aus dem 3D-Drucker, gedruckt in 3 Stunden bezugsfertig. Ja, okay, müssen noch ein paar Kabel gelegt werden, okay. Das ist doch gigantisch. In China werden ganze Stadtteile gedruckt inzwischen. Was hat denn das für Auswirkungen auf die Bauindustrie, auf Maurer und so weiter, auf Ingenieure? Oder was wäre, wenn Autos in Zukunft verschenkt werden? Das sind ernstzunehmende Szenarien. 50% der Weltbevölkerung sagen, natürlich würden wir sofort ein Auto von Google und Apple nehmen. Ihr müsst nur das Touchpad bezahlen. Ja? Das sind ernstzunehmende Szenarien. Was machen denn dann die 800.000 Mitarbeiter in der Automobilindustrie in Deutschland? Oder Blockchain hatten wir heute Vormittag ja schon. Ich kann das nur unterstützen, was wir heute Morgen gehört haben. Die Blockchain wird gerade, Bitcoin ist bekannt und Bitcoin ist das Unwahrscheinlichste, was funktioniert. Alles andere ist das Wahrscheinlichste für Mietverträge, für Schlüssel, für Hotels, für Versicherungen, für Identitäten. Es wird gerade geforscht, ob eine Wahl mit Identitäten, die über die Blockchain gesichert werden, nicht sicherer ist als alles, was wir heute kennen. Wahlen könnten über die Blockchain laufen und so weiter und so weiter. In Großbritannien gibt es eine Firma, die hat eine Blockchain entwickelt, wo ihr eure komplette Identität reinpacken könnt, auch für Bewerbungszwecke. Was hat das für Auswirkungen aufs Recruiting? Also was macht ihr anders? Und zwar wirklich anders. Also ich meine wirklich, wirklich anders. Ja? Wo geht ihr denn mal über Grenzen? Also ihr wisst ja, ne, es gibt diesen schönen Spruch so, ich schaue mal über den Tellerrand. Ach wie süß, ja? So mit Sicherheitsabstand. Ja? Nein! Na, wenn ihr nichts zerstört, habt ihr auch keinen Platz für Neues. Ihr müsst Altes zurücklassen, ihr müsst Altes kaputt machen. Das Problem, selbst in den Unternehmen, die innovativ sein, dann heißt es, ja, ab heute sind sie innovativ. Ja, mit welcher Ausbildung, mit welcher Zeit, mit welchem Budget? Nein, sie sind einfach innovativ. Ich will doch nur, dass sie innovativ sind. Ja, aber ich bin schon 110% ausgelastet. Ist doch egal, sie müssen nur innovativ sein. Nein, Innovation braucht Zeit und Geld und Raum und Rückendeckung. Also, was zerstört ihr? Innovationen zu schaffen und womit überrascht ihr wirklich? Als ich vor 3 oder 4 Jahren Austauschschüler in Amerika war, da kam nach der Schule Amy auf mich zu und sagte, kommst du mit zur Audition? Was? Ich wusste es nicht, was es ist, aber Amy war so nett und da bin ich einfach mal mitgegangen und landete in einem riesigen Theater. Dort hat jede Schule ein riesiges Theater mit tausend Sitzplätzen. Jede Schule professionell ausgestattet.
Und es kam, was kommen musste. Amy sagte, wenn du schon mal hier bist, kannst du auch auf die Bühne gehen und vorsprechen. Ich hatte noch nie Theater gespielt. Ich kriegte einen Zettel in die Hand. Das Problem war, da stand nicht mal Englisch drauf. Da stand eher so Wirgelaute drauf. So und arr und arr. Ich sprach also vor und am nächsten Tag hatte ich eine Hauptrolle. Ausgerechnet an der Schule, an der ich Austauschschüler war, und zwar komplett zufällig, weil meine Gasteltern dort einen Freund hatten, wurde Arsen und Spitzenhäubchen gespielt. Und Arsen und Spitzenhäubchen gibt es den deutschen Dr. Einstein. Und unter 1000 Schülern konnte ich den deutschen Akzent am besten. Ich hatte die Rolle aber auch bekommen, weil ich Kairos ergriffen hatte. Kairos ist der... Der fliegt einmal vorbei und ist er weg. Kommst du mit zur Audition? Ja! Sprichst du vor? Ja! Es gab genau 2 Momente. Keine Wiederholung. Und Kairos kommt aus der griechischen Mythologie und hat einen Pferdeschwanz. Und daher kommt der Spruch, eine Gelegenheit beim Schopfe packen. Also, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Innovation. Offenheit, Neugier, Zufall, Kairos und Zugreifen. In allen Innovationsbüchern steht ein Beispiel, und zwar von Alexander Fleming. Die Geschichte geht ungefähr so, er kam aus dem Urlaub zurück, im Labor hatte jemand den Kühlschrank offen stehen gelassen, alle Kulturen waren verdorben. Jeder andere hätte sie weggeschmissen, er hat sie unter das Mikroskop gelegt und dabei Penicillin entdeckt. Wow, wenn ihr heute nach Hause kommt und euer Kühlschrank steht offen, legt alles unter das Mikroskop. Natürlich ist die Geschichte etwas länger, sie beginnt nämlich 20 Jahre vorher. Alexander Fleming hat wie ein Besessener 50 Jahre lang jeden Tag nach antibiotischen Wirkstoffen gesucht. Wie ein Besessener. Und nur deswegen war er vorbereitet. Und ja, er hat Kairos ergriffen, aber mit seiner Expertise. Und deswegen muss beides zusammenkommen. Erfahrung und Offenheit. Struktur und Chaos. Und ihr kennt alle Menschen, die haben jeden Tag Ideen, aber setzen nie irgendwas um. Das bringt uns nicht weiter. Aber ihr kennt auch die Leute, die können alles perfekt analysieren, aber haben nie eine neue Idee. Und deswegen geht es nur zusammen. A und O. Offenheit und Analyse. Zusammen. Dann, ihr braucht die Vision. O, ihr braucht aber auch die 1350 Höhenmeter Schritt für Schritt runter und wieder hoch. Anders kriegt ihr den Grand Canyon nicht hin. Oder ihr braucht die Wurzeln, den Stamm, um dann mit der Kraft ins Offene zu segeln oder zu schwingen. Ohne zu wissen, was dahinter ist. Ja? Und jetzt kommt nochmal der rote Faden dadurch, der beginnt mit den Rahmenbedingungen. Wir hatten sie heute Morgen schon einmal, die Rahmenbedingungen, in einer der Workshops. Die Rahmenbedingungen sind, haben wir die nicht gerade zerstört? Mist. Nein, wir haben nur den Platz geschaffen, um die Rahmenbedingungen überhaupt wahrnehmen zu können. Dazu gehört zum Beispiel Trends. Was passiert denn gerade? Gesetze. Wer ist eigentlich der Entscheider? Ich muss am Anfang wissen, wer am Ende über die Innovation entscheidet, damit ich am Anfang dessen Gesichtspunkte mit einbeziehen kann. Und die Zielgruppe, ganz wichtig. Für wen mache ich denn das eigentlich? Da hatten wir heute Morgen ja auch einen sehr guten Workshop. Wir sollten einmal für meine erste Firma, Knack die Nuss hieß die, hatten wir den Auftrag, entwickeln ein Spiel, das Architekten begeistert. Okay, das klang erstmal überschaubar. Architekten, also eine einzige Zielgruppe und Spiel. Zum Glück haben wir erstmal 30 Architekten befragt. Beschreibt uns doch bitte euch mal selbst in eigenen Worten. 95% sagen, wir tragen gerne schwarz. Das ist kein Vorurteil, das ist eine Selbstbeschreibung. 90% sagen, wir spielen nicht gerne. Das ist ein Problem, wenn man ein Spiel entwickeln soll, das Architekten begeistert. Zum Glück wussten wir es vorher. Und dann haben wir etwas entwickelt, das Architekten sehr wohl begeistert, nämlich Wettstreit. Gegeneinander, weil das ist das, was sie jeden Tag machen, gegeneinander. Und dann haben wir riesige, bunte Säulen gebaut. Und wer am meisten Punkte hatte, der hatte den größten. Das fanden die richtig geil. Ja? Aber wir haben vorher mit denen geredet. Wir haben sie beachtet, wir haben gesagt, wir müssen sie erstmal verstehen. Und wenn ihr diese Fragen über eure Zielgruppe nicht beantworten könnt, und auch das gebe ich euch schriftlich, ihr könnt es nicht, dann habt ihr eure Zielgruppe nicht verstanden. Ja? Was trinken die, was essen die? Essen die überhaupt was? Essen die gesund, essen die ungesund, essen die im Stehen, essen die im Gehen? Sitzen die im Kino in der ersten oder letzten Reihe? Wenn ihr das wisst, müsst ihr die Werbung nur in der ersten oder letzten Reihe machen. Ja? Oder was hören die eigentlich für Musik?
Welche Musik hören zum Beispiel Ingenieure? Hat sich eine Firma gefragt, die Ingenieursmangel hatte. Die haben nämlich nicht gesagt, oh, wir kriegen keine Bewerbung, dann gibt es wohl keine Ingenieure. Nein, die haben gesagt, wir müssen mal verstehen, was Ingenieure so wollen. War Brimi-Ingenieure da. Und dann haben sie sich die Frage gestellt, was hören die und wo muss man im August sein, wenn man Ingenieure treffen will? Auf Wacken! Ingenieure und Softwareentwickler hören überdurchschnittlich häufig Heavy Metal. Also ihr habt zwei Varianten. Entweder ihr fahrt im August hin oder, das hat die Firma gemacht, die das rausgefunden hat, die hat einfach 4 Tickets für Wacken gekauft und die sind schnell ausverkauft, hat in die nächste Stellenanzeige reingeschrieben, unter allen qualifizierten Bewerbern verlosen wir 4 Tickets für Wacken. Und die haben so viele gute Bewerbungen bekommen wie nie zuvor. Erstens, weil die Ingenieure gemerkt haben, wow, die verstehen uns. Zweitens, die haben ja gar kein Problem damit, dass wir Heavy Metal hören. Drittens, hat sich das rumgesprochen wie ein Lauffeuer, weil alle Ingenieure natürlich Bock drauf hatten. Der Wettbewerb ist auch einfach zu schlagen. Ja, das ist so die Alternative. Da gehe ich lieber nach Wacken, oder? Das ist eine ernst gemeinte Stellenanzeige von Edeka. So sehr ich sie vorhin gelobt habe, das ist einfach nur Bullshit. Und langweilig. Und es gab ja gerade vor anderthalb Jahren eine Auswertung von 120.000 Stellenanzeigen, da war Textkernel dran beteiligt, auf Platz 1 aller Worte in Stellenanzeigen, U-Punkt, A-Punkt. Da wollte ich schon immer mal arbeiten. Ja? Also, aber die nächste Frage ist, bei 2.500 Stellenbörsen, also ich würde sagen, in den letzten 15 Jahren haben die sich ver40-facht gefühlt, ich habe es nicht nachgerechnet. Wie wahrscheinlich ist es, selbst wenn ihr in 100 Stellenbörsen aktiv seid, wie wahrscheinlich ist es, dass die Bewerber in den anderen 2.400 aktiv sind? Ja, ist da überhaupt ein Match wahrscheinlich? Also Zutaten, Stellen, ne? Also Wacken war jetzt eine Zutat, deswegen beschäftigen wir uns im nächsten Schritt mit Zutaten, denn ganz klar, bei Cocktails würde niemand den Mixer nehmen und sagen, oh, lecker, leer. Nicht leer, sondern nicht lecker, sondern leer, sondern er würde immer sagen, was brauche ich für Zutaten? Nur im Büro machen immer die gleichen Leute mit den gleichen Leuten neue Ideen. Finde den Fehler. Mehl plus Mehl, sehr lecker. Das wäre doch meine Variante. Einfach ein Metzger und Schokolatier, fertig. Also kombinieren. Oder auch hier, Kran und Porsche waren Zutaten. Oder die Biene war eine Zutat. Ich brauche Zutaten. Und zwar brauche ich Zutaten, die noch kein anderer gemixt hat. Und fertig ist die Idee. Als meine Kinder noch klein waren und wir auf einer Demo waren, meine Frau und ich, mit den Kindern, waren wir hinterher bei meinen Eltern zum Kaffee trinken und die haben das gesamte Spielzeug genommen und eine lange Reihe gestellt. Und meine Kinder so, spielt ihr Zoo? Und die alle drei so, nein! Alles, was wir sehen, alles, was wir hören, alles, was wir wahrnehmen, ist eine Zutat. Die Frage ist halt nur, und deswegen sind ältere Menschen nicht per se unkreativer, sondern sie haben einfach nur mehr Gewohnheiten. Ne? Wenn wir aber regelmäßig an Orte gehen, an denen wir noch nie waren, wenn wir regelmäßig mit Menschen sprechen, mit denen wir nie sprechen und so weiter, dann ist es völlig egal, wie alt man ist, bleibt kreativ. Man kann mit 25 nur noch das machen, was man schon immer gemacht hat, oder mit 85. Und wie gesagt, 44 Fragen an jeder und ihr stellt in 7 Jahren 1 Million Fragen. Warum bekommt die Mehrzahl guter Bewerber Absagen? Einer kriegt die Stelle, herzlichen Glückwunsch. Sie haben selbstverständlich bei mir die Stelle. Gold gewonnen. Sorry, Silber, sorry, Bronze, gibt's leider nicht. Wie bescheuert und wie teuer. Also ich meine, teuer fürs Unternehmen. Einer kriegt die Stelle, alle anderen, die super geeignet sind, kriegen eine Absage. Und letztendlich die Botschaft, hau bloß ab, wir brauchen euch hier nicht. Einer erzählt draußen rum, ja, geile Firma hat sich gelohnt. Alle anderen, nö, war wieder nichts. Und die auch noch warten, bevor die mir abgesagt haben. Ich musste auch noch anrufen, um eine Absage zu bekommen. Also da gibt es die Software Cleverheads, datenschutzrechtlich korrekt. Zum Beispiel in Oberfranken 57 Unternehmen, die zusammenhalten, die Bewerber untereinander austauschen. Oder in Stuttgart 80 Galabauunternehmen, die zusammen 12 Qualitätskriterien entwickelt haben
und mit diesen 12 Qualitätskriterien werben. Und diese 80 Unternehmen, die jetzt ungefähr seit 4-5 Jahren zusammenarbeiten, sagen, selbstverständlich haben wir keinen F-Mangel mehr, weil alle wollen bei uns arbeiten, weil wir haben zum Beispiel wetterfeste Kleidung. Das ist nicht üblich scheinbar in der Branche. Oder Schienenjobs, da haben sich 140 Unternehmen, alle Bahnunternehmen zusammengetan, haben eine gemeinsame Plattform mit allen Berufsbezeichnungen, mit allen Berufsbegriffen, ich glaube über 6000 Stellenanzeigen, federführend die Deutsche Bahn, haben die anderen 139 gesagt, eine IGIT, wenn die Bahn damit macht, Konkurrenz. Nein, natürlich arbeiten die zusammen. Dahinter steckt die Allianz pro Schiene. Ja? Natürlich arbeiten die zusammen, natürlich ist es besser, wenn die in der Bahnbranche bleiben, als wenn sie in eine andere Branche gehen. Also, welchen Verbund könnt ihr heute starten auf dem Rückweg? Mit wem wollt ihr kooperieren? Mit wem macht ihr gemeinsame Sache? Ja? So, ganz viele Zutaten brauche ich. Und jetzt merkt ihr den riesen Unterschied. Ich hatte vorhin gesagt, montags von 8 bis 8.30 Uhr sind wir mal kreativ und machen mal ein Brainstorming. Brainstorming bezeichne ich als Mixen. Ja? Das ist letztendlich Brainstorming. Nur, wir haben jetzt schon die Zielgruppe verstanden und wir haben Zutaten gesammelt. Und jetzt können wir überhaupt erst sinnvoll Brainstorming machen oder eben mixen. Beim Mixen anzufangen ist so wie Kochen ohne Zutaten. So, und dann brauche ich eine herausfordernde Aufgabe. Macht eine leisere Maschine oder eine lautlose Maschine? Wo kommt wohl die geilere Innovation raus? Lautlos oder leiser? Ja? Oder wie wäre es, die Aufgabenstellung, gewinnen Sie die Aufmerksamkeit von den nicht suchenden Fachkräften? Da wären wir dann bei 14 bis 39,6 Millionen. Geil! Denn aktiv suchen nur 4 Millionen. Ja? Latent suchen 14 Millionen. Aktuell im Arbeitsmarkt vorrätig, Entschuldigung, den Begriff, vorrätig sind 44 Millionen. Also wie wäre es, wenn ich 44 Millionen minus den 4 aktiv Suchenden, obwohl die nehme ich auch noch mit, ich suche jetzt unter 44 Millionen, indem ich zum Beispiel Radtour-Recruiting, ich gehe in Radfahrerforen und sage, ich sitze zum Beispiel an der Saale und ich biete jetzt eine Radtour an der Saale entlang, mit von mir geführt. Ich suche halt 2 Ingenieure und ich bespreche gezielt die Ingenieure an, die gerne Rad fahren, nehme 25 Leute mit und ich garantiere euch, die 2 Plätze sind hinterher besetzt. Ja? Ich garantiere ebenfalls, obwohl ich Berliner bin, dass mehr Deutsche gerne Rad fahren, als in Berliner Nacht Bergheims gehen. Ja? Also statistisch leben 70% aller Deutschen sowieso ländlich und kleinstädtisch. Und nicht in Großstädten. Stellt euch, wer von euch hat ein Foto von diesem Saal gemacht, weil der Saal so tolle Architektur ist? Also unser Ziel ist, dass ihr alle ein Foto macht, wenn ihr das nächste Mal hier reinkommt. Wir holen den besten Malermeister und der malt überall Krokodile. Sieht schon besser aus, oder? Aber ob jeder ein Foto macht, ich weiß nicht. Also holen wir nicht den Malermeister, sondern wir holen den Gärtner aus dem Krokodilhaus. Und der Gärtner aus dem Krokodilhaus macht das, was er immer macht. Er häuft Sandhügel auf, Schlingpflanzen, lässt Wasser einlaufen, setzt Krokodile rein. Und wenn das beim nächsten Mal so aussieht, macht ihr alle ein Foto davon. Garantiert. Der Clou ist, ihr müsst gar nicht selber kreativ sein. Ihr müsst euch nur Leute mit ins Projekt holen, die anders denken und anders sind als ihr. Holt ihr euch den Gärtner aus dem Krokodilhaus, macht ihr Dinge, die ihr noch nie gemacht habt. Don't copy and paste, copy and transfer. Übertragen ist eins der kreativsten Handwerkszeuge. Man könnte aber auch streichen, mal wieder zur Abwechslung. Ein Unternehmen, und zwar in der Hotellerie und Gastronomie in Emden, die haben einfach alle Überstunden gestrichen. Die haben gesagt, Überstunden sind ab heute verboten. Was meint ihr wohl, was in Emden los war? Da wollten alle arbeiten, ist doch logisch. Weil in der Gastronomie gibt es kein Unternehmen, was keine Überstunden hat, außer das. Und es funktioniert. Ja. Oder eine Hotelierin aus Coburg rief mich neulich an und sagte, vor 1,5 Jahren habe ich angefangen, ich antworte ab heute, also seitdem, allen Kandidaten innerhalb von 24 Stunden, und zwar persönlich. Und damit bin ich die Einzige in Coburg. Und jetzt habe ich keinen F-Mangel mehr. Weil bei mir kommen jetzt mehr Leute zum Bewerbungsgespräch, und zwar vor allen Dingen die besser qualifizierten, kommen gerne zu mir, weil ich sie wertschätzend behandle. Kann doch nicht so schwer sein. Und das meine ich übrigens mit Ideenfitness. Ideenfitness, die beste Ideenfitness führt zu Ideen, die nichts kosten, trotzdem wirken. Oder gerade deswegen wirken. Hier ist ein Unternehmen in Rheinland-Pfalz, die haben 60 Mitarbeiter und alle 60 haben andere Arbeitszeiten. Und die sagen, wir sind in der Softwarebranche, wenn irgendjemand in der Softwarebranche in Rheinland-Pfalz arbeiten will, kommen die zuerst dahin. Zumindest wenn sie ein Interesse haben, unterschiedlichen Arbeitszeiten. Oder Tandemploy, Sarah, wo bist du? Genau, Sarah. Ja? Also wenn ihr mehr über Tandemploy wissen wollt, 2 Menschen im Tandem, ja, ergibt 0,5 plus 0,5 sind 1,5, weil 2 Leute haben immer mehr Erfahrung, Wissen,
und auch mehr Flexibilität. Und jetzt wird es ja noch besser, das geht jetzt sogar unternehmensübergreifend oder in ganzen großen Unternehmen, wo jetzt die Mitarbeiter eigenständig ihre Zeit planen können, eigenständig Jobsharing machen können, eigenständig Mentoren suchen können. Also alle hinterher zusammen, bitte. Es gibt übrigens in Deutschland inzwischen 132 Unternehmen, die bieten an Urlaub unbegrenzt. Gut, 132 bei 3,6 Millionen, ja, aber trotzdem eine Steigerung um 135%. Oder Mitarbeiter empfehlen Mitarbeiter, auch da gibt es einen wunderbaren aktuellen Artikel von Henna Knabenreich. Gute Arbeitgeber brauchen gar kein Personalmarketing, ihr hättet euch den ganzen Vortrag auch sparen können. Leider ist das in der Pflegebranche nicht ganz so. Ihr seid ja hier überdurchschnittlich, viele sind ja auf Twitter, bitte folgt mal dem Hashtag Twittern wie Rüddel. Rüddel ist ein Bundestagsabgeordneter, der neulich den tollen Spruch losgelassen hat: Wenn doch die Pflegenden nur besser über ihre Branche sprechen würden, hätten wir auch keinen F-Mangel in der Pflege. Und daraufhin ist der Hashtag gestartet worden, Twittern wie Rüttel, wo jetzt Pflegende berichten, wie es auf ihrem Arbeitsplatz aussieht. Der Azubi war mal wieder eine Woche lang alleine mit 36 Schwerstkranken. Es gibt noch eine zweite Statistik, Pflegende sind überdurchschnittlich oder seit 20 Jahren auf Platz 1 der Krankenstatistik. Gesunder Menschenverstand verrät, da gibt es einen Zusammenhang, aber muss unter uns bleiben. Hat also ein Unternehmer in den Niederlanden gesagt, das löse ich mal unternehmerisch, ich starte ein komplett neues Unternehmen und ich werde ein Element verändern im Gegensatz zu allen anderen. Und er hat nach 10 Jahren diese Auswirkung, über 10.000 Mitarbeiter, er gibt 0 Euro für Personalmarketing aus, genau im Sinne von Hennas Artikel, 35% weniger Kosten, da geht es um Milliarden, ja? Pflegekräfte sind seltener krank und Patienten werden schneller gesund. Und er hat ein einziges Element geändert. Mitarbeiter arbeiten in 4er-Teams und gestalten sich ihre Zeitplanung selbst. Und es ist besser für alle Beteiligten, weniger Stress und weniger Kosten. In Deutschland geht das nicht, wisst ihr auch wieso? Weil sich das Management noch nie selber abgeschafft hat. Es ist immer eine strukturelle Frage, haben wir einen F-Mangel oder haben wir einen Strukturmangel? Ich behaupte, in der Pflege haben wir einen extremen Strukturmangel und einen extremen Unternehmenskulturmangel und einen extremen Wertschätzungsmangel. So sieht es nämlich da immer noch aus. Einer macht die Planung und alle anderen dürfen arbeiten. Und das macht in vielen Bereichen einfach überhaupt keinen Sinn mehr. Und jetzt haben wir ganz viele Diamanten und jetzt ist natürlich die spannende Frage von den ganzen Diamanten, die ich jetzt vorgestellt habe, welcher passt zu euch? Und ich garantiere, wahrscheinlich passt gar keiner. Muss bei 7 Milliarden Wegen zu 7 Milliarden Menschen kann statistisch kaum einer zu euch passen. Und das hat folgenden Grund. Ihr habt andere Rahmenbedingungen als ich. Eine gute Idee ist niemals eine gute Idee per se. Eine gute Idee ist immer dann eine gute Idee, wenn sie zu euren Rahmenbedingungen passt. Deswegen müsst ihr zwangsläufig in der Regel auch, danke für den Hinweis vorhin, kein Benchmarking machen, sondern eigene Ideen entwickeln, die dann wirklich zu euch passen. Und dann müsst ihr sie auch noch umsetzen, weil Ideenfitness in meinem Sinne ist selbstverständlich die Kreation und die Umsetzung. Ganz klar träumen und spinnen, aber dann auch machen. Und dann kommen diese blöden Torpedos. Geht nicht. Was steckt hinter geht nicht? Hinter geht nicht steckt meistens, oh Gott, da kommt ja noch mehr Arbeit auf mich zu. Das ist fast immer der Grund für geht nicht. Oder, ich habe die Idee nicht verstanden, aber ich verrate es jetzt dann geht nicht. Also sage ich mal, nee, geht nicht. Die meisten Ideen werden einfach schlicht nicht verstanden, weil das, was neu ist, ist ja unbekannt. Wie soll ich etwas Unbekanntes in alten Begriffen für neue und so weiter? Ihr versteht, was ich meine. Also, wenn jemand geht nicht sagt, lacht einfach. Wisst ihr auch wieso? Ihr stellt euch die Person, die geht nicht, sagt, einfach nackt und in der Höhle vor. Weil alles, was die Person trägt, Klamotten, Hosen, Brillen, Wasserflaschen, Stifte, Cocktailshakes, Autos, alles war mal eine Idee. Wenn jemand geht nicht, sagt, bitte, ja, aber dann auch konsequent nackt in die Höhle. Dankeschön. Und wenn ihr Schmetterlinge wollt, tretet nicht auf die Raupen. Ich meine, niemand sieht ein Baby und sagt, dieses Baby hat definitiv keine Talente. Missverstehen, ich plädiere nicht dafür, so mit Babys umzugehen. Ich plädiere ausschließlich dafür, so nicht mit Ideen umzugehen. Ja? Die meisten Ideen werden einfach mal totgetreten. Bevor sie überhaupt zeigen können, ob sie Talent haben. Ist das eine gute Idee?
Wann war das? 2014? 2013 oder 2014 hat diese Kampagne einer Sparkasse zu Recht die goldene Runkelrübe von Henna Knabenreich verliehen bekommen für die schlechteste Personalmarketingkampagne 2014. Mit einem einzigen Bild, Achtung, ich habe mal ein paar Fachkräfte mitgebracht, 3,5 Milliarden Frauen aussortiert und ein paar Männer, die da auch keinen Bock drauf haben, auch noch. Der Hintergrund ist aber, keine Idee ist perfekt. Auch ich trainiere seit 20 Jahren, produziere hauptsächlich Schrott. Und das muss auch so sein, weil die meisten Ideen sind Schrott oder Sprungbretter zur nächst besseren Idee. Wie kann ich verhindern, dass so etwas passiert wie bei der Sparkasse? Fragt eure Zielgruppen, ratet nicht, fragt. Oder baut Prototypen. Als wir mal ein neues Souvenir für Berlin entwickelt haben, haben wir es aus Gips gegossen, haben es vor das Brandenburger Tor gestellt, 0 Euro bis dahin ausgegeben, alle sind angerannt gekommen, können wir es kaufen? Wir so, ja! Dann haben sie es in die Hand genommen, das ist ja schwer, das ist aus Gips, kaputt gehen. Am Abend hatten wir einen Sonnenbrand und zwei Erkenntnisse, nicht zu schwer und nicht aus Gips. 0 Euro. Also für 0 Euro, ich bitte euch. Dann sind wir wieder in den Keller gegangen, haben das Ganze aus Leichtholz gebaut in 5 verschiedenen Größen, haben uns wieder vor das Brandenburger Tor gestellt und die haben genau gesagt, wir wollen den Schlüsselanhänger und diese Buchstütze. Das war im Jahr 2000 und war die Mini-Wall, Miniatur-Souvenir der Berliner Mauer mit den Motiven der East Side Gallery. Bis wir in den Spritzguss gegangen sind, 0 Euro. Und wir wussten, die Touristen wollen genau diese beiden Größen und genau diese Motive. Wirkung testen, 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 testen für 0 und dann erst umsetzen, wenn die Zielgruppe sagt, ja, und jetzt können wir noch ein bisschen schleifen. Auch hier wieder, Worte können Ideen nicht vermitteln. Versucht, Bilder zu entwickeln. Ja, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ein Film sagt natürlich mehr als 1000 Bilder. Das hat mal jemand live gezeichnet bei einem Vortrag von mir, finde ich sensationell von dem, nicht von mir, sondern von dem, der es gezeichnet hat. Eine andere Möglichkeit, Ideen zum Leben zu erwecken, ist Drehbücher schreiben. Und zwar eine Idee nehmen und einfach die 3 Fragen beantworten. Was sieht man, was hört man, was passiert? Weil dann muss ich mich plötzlich festlegen. Wir kommen ja jetzt quasi immer da weiter, wir müssen die Ideen ja umsetzen, also müssen wir uns festlegen. Und wir hatten mal in Berlin den Fall, ich weiß nicht, wer von euch aus Berlin ist oder das Veeths Wuhlheide kennt, da gibt es eine Raumfahrtstation in Veeth. Und diese Raumfahrtstation wurde 1995 wurde begonnen, die zu planen. Und im Jahr 2000, 5 Jahre später, hatten die zwar 10.000 Ideen, aber immer noch nichts umgesetzt, weil sie sich nicht einigen konnten. Und dann haben die uns beauftragt und wir haben dann mit denen ein Drehbuch geschrieben. 5 Jahre, wir haben 40 Stunden 100 Seiten Drehbuch geschrieben und dann wurde genauso umgesetzt und sieht heute genauso aus, wie es im Drehbuch steht. Weil ein Drehbuch hat den Vorteil, es ist ein Drehbuch für alle Beteiligten, für den Regisseur, für den Kameramann, für den Beleuchter, für die Ausstattung, für die Baubühne, alle eine Grundlage. Also legt euch am Ende, müsst ihr euch festlegen und immer wieder Leute fragen. Stellt euch vor, ihr steht offen, ihr hattet Bock zu reden, aber ihr wisst nicht, wer auch Bock hat zu reden. Oder am S-Bahnhof oder beim Einkaufen. Was wäre, wenn man sofort auf den ersten Blick sieht, ich habe Bock zu reden? Ach, du auch. Ja, unter allen sind vielleicht ein Drittel, die Bock haben zu reden. Ich muss es aber nur wissen. Also erfinde ich wohl, woran ich sofort erkenne, sei es mit einem Button oder mit einem Rucksack oder einem T-Shirt, der hat auch Bock. Ja, und das bringt Freude, Respekt und pathetisch gesagt Völkerverständigung. So, jetzt haben wir 5 Namen in der engeren Wahl und ihr habt jetzt jeder gleich eine Stimme. Ich lese sie einmal vor und dann darf jeder einmal die Hand heben. Welcher Name passt am besten zu dieser Aktion, zu diesem Symbol? Oh, share words, hey, hey, talkly, share smiles. Ich lese jetzt einmal von unten nach oben. Ihr dürft jeder einmal die Hand heben, aber bitte richtig hoch, damit ich es gut zählen kann. Wer meint, diese Aktion sollte share smiles heißen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Talkly, 1, 2, hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Talk to go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Knappe Führung für Hey Hey. Da aber ins... Oh, Entschuldigung. Talk to go. Ah, Entschuldigung. Share words. 1, 2, 3, 4, 5. Vielen Dank für den Hinweis. Gewonnen hat, also Hey Hey, wir haben es immer umgesetzt. Da in 200 Umfragen immer Hey Hey gewonnen hat, ist also Hey Hey der Favorit. Was ich damit zeigen will, ist, nicht raten, fragen. Über Twitter, über Facebook, über Vorträge, Leute zu fragen und ihr kriegt immer ein Feedback. Eine letzte Story. Ein 18-jähriges Mädchen hat 50 Briefe verschickt an DAX-Vorstände und in diesem Brief stand ein einziger Satz. Was muss ich heute, um in Zukunft
ihren Job zu machen. Was meint ihr, wie viele Antworten die bekommen hat? Wer bietet mehr, wer bietet weniger? 60. Ja, also die 50 haben es noch weitergegeben. Es waren 45 an 50 Adressaten. Und noch ein paar Einladungen zum Dinner und Praktika. Aus einem ganz einfachen Grund. Diese geilen Hechte hatte noch nie irgendjemand gefragt, wie sie das geschafft haben. Wenn ihr Leute fragt, gezielt fragt, nicht spammäßig fragt, wenn ihr Leute fragt zu etwas, was zugeschnitten ist auf diese Person, kriegt ihr immer, fast immer eine Antwort. Je personalisierter, desto wahrscheinlicher. Und dann haben wir einen Mehrwert, mit dem wir in den Markt gehen können. Ein Trendforscher hier aus Leipzig hat mal gesagt, rennt einfach so lange gegen die Mauer, bis sie einstürzt. Netflix, die meisten kennen es seit 21, feiert in diesem Jahr 21. Geburtstag. Das heißt, jede Idee braucht am Ende auch Durchhaltevermögen. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Durchhaltevermögen, ganz viel Ideenfitness und noch mehr machen, machen, machen und zwar immer anders, 7 Milliarden Mal anders. Vielen Dank. Dankeschön. Wir haben noch nie so viele Leute gehabt. Wir haben so viel Schrott. Genau. Könnte man jetzt auch nach Ideen fragen. Wir machen die wirklich ganz, ganz herzlichen Dank. Das war genau das. Ich habe richtig gewählt. Schön, dass du wieder bei uns warst. Vielen, 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 vielen Dank. Und ein keine Sorge. So, ganz kurz, wir haben Feedbackbögen. Wenn Sie da ausfüllen würden, wäre es sehr nett. Wer will? Ja. Wer will? Und wir würden gerne noch mal ganz kurz mit, ja, der Zug fährt und so weiter, da können wir natürlich niemanden aufhalten, aber draußen könnten wir noch mal etwas Sekt, Saale Unstrutwein etc. Schön, dass Sie da waren. Bleiben Sie uns gewogen. Denken Sie an die Innovation auf dem Gebiet HR in Leipzig und man sieht sich.